Wir schalten mal live nach Rom zu unserer Reporterin Petra Radetzky. Petra, ist der potenteste Potentat Europas überhaupt noch im Amt? Natürlich ist er das, Oliver. Berlusconi hat hier jahrelang Gesetze geändert und Richter gekauft. Der ist inzwischen wie Herpes. Unglaublich lästig und geht nie wieder weg. Ja, bei seiner jüngsten Affäre ging es ja, habe ich gelesen, um Sexspiele mit einer 17-jährigen Marokkanerin. Ja, ja, die sogenannte Bunga-Bunga-Affäre. Richtig, Bunga-Bunga. Was ich mir die ganze Zeit frage, was genau sind denn das eigentlich für Sexspiele, Bunga-Bunga? Mann, Welke, schlagen Sie es bei YouPorn nach. Oder gehen Sie kalt duschen. Berlusconis antidemokratische Politik ist das Thema. Und nicht die Tatsache, dass er Europas notgeilster alter Bock ist. Moment, liebe junge Kollegin. Europas notgeilster alter Bock ist immer noch König Karl Gustav, der alte Schwede. Ulrich von Hesen? Was ist das denn jetzt? Von Hesen? Ja? Hallo? Wo kommen Sie denn jetzt auf einmal her? Na, ich stehe hier in Stockholm, vor dem Club Power, auch bekannt als der königliche Lieblingspuff. Ja. Können wir jetzt bitte weiter über die Regierungskrise in Italien reden? Ja, ja, gleich. Sagen Sie mal, Ulrich, wieso stehen Sie in Stockholm vor dem Puff? Da haben wir Sie doch gar nicht hingeschickt. Och, ich war gerade sowieso gerade in der Gegend, privat, und da dachte ich, Ulrich, bohr da lieber noch mal nach bei dieser komischen Karl-Gustav-Geschichte. Also, hier geht wohl alles durcheinander. Berlusconi ist ein gewählter Regierungschef. Der schwedische König ist ein repräsentativer Monarch. Ja. Wenn der seine Frau betrügt, ist das Privatsache. Nee, schon wieder falsch. Königin Silvia ist Deutsche, ja? Deutsche. Wir Deutschen dürfen nicht zulassen, dass unsere Frauen beschissen werden. Außer von uns natürlich. Entschuldigung, aber was wir hier machen, hat mit Journalismus echt nichts mehr zu tun. Bitte? Bitte? Ich bin seit über 70 Jahren Journalist. Seriöser Journalismus ist mein Leben. Komm, Ulrich, Elfling. Ja, komm, sag's. Guino set po world, Polen. Das war meine Informantin. Ja. Die hat mir erzählt, dass Prostitution in Schweden seit 1999 illegal ist. Na, und dem König ist das völlig wurscht. Das ist ein Skandal. Ja. Na und? Berlusconi war letztes Jahr bei einer 18-Jährigen auf dem Kindergeburtstag. Die musste ihn Papi nennen. Entschuldigung, ich würde jetzt wirklich gern als Moderator... Das ist doch lächerlich. King Karl hat man in einem Striplokal an einem Abend 10.000 Euro verballert. So, jetzt kommst du. 10.000 Euro? Das gibt Silvio jeden Tag für Bräunungscreme aus. Ja, da mir hier eh keiner zuhört, beenden wir das vorläufig, würde ich vorstellen. Bräunungscreme. Bei den Poolpartys hier waren rasierte Elche dabei. Elche! Petra Radetzky und Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Privat in Stockholm. Kommen wir lieber noch mal zum Thema Rom zurück und schalten noch mal zu Petra Radetzky, um herauszufinden, ob Silvio Berlusconi endlich zurückgetreten ist. Splitterfasernackt, nur mit einem Wikingerhelm bekleidet. Und wenn schon, Berlusconi frisst jeden Abend Kaviar aus dem Bauchnabel eines Albino-Gorillas. Das ist doch langweilig. König Karl Gustav hat die Sängerin von Army of Lovers über den Dorn gezogen. Armies of Lovers, die Band kennt doch kein Schwein mehr. Berlusconi hat mit Gianna Nannini... Stopp! Aus! Das bringt so wirklich nichts, also journalistisch gesehen. Können wir uns vielleicht alle darauf einigen, dass beide Herren ihr Gehirn in der Hose tragen? Ja, gut. Von mir aus. Ich wollte sowieso über Politik reden. Das weiß ich doch. Petra Radetzky und Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ist die Alte weg? Was? Ob die Alte weg ist? Ja, die Alte ist weg. So, Ulrich, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie war das mit den rasierten Elchen? Nun vergessen Sie mal die Elche, Welke. Ich vermute ja, dass am schwedischen Königshof massiv Drogen konsumiert werden. Was? Drogen? Haben Sie Beweise? Ja, klar. Hier. Sehen Sie, wer denn von Hesen losschickt, der kriegt auch eine amtliche Story geliefert. Ja. Nicht so ein langweiliges Politgelaber wie bei der Radetzky. Ja, das stimmt. Sie ist immer so wahnsinnig ernst und politisch korrekt. Frauenrechte und so, ganz furchtbar. Apropos,
Kennen Sie den? Ja? Womit verhütet eine Emanze? Mit ihrem Gesicht. Das habe ich gehört. Das geht sowas von an den Betriebsrat. Petra, ich habe mich kurz vom Niveau des Kollegen runterziehen lassen. Petra, komm sie zurück. Du bist so eine Pussy-Welke. Jävla Welke, eine jävla Pussy. Für fahne Helvete. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Ja. Weil sie endlich auch was Pussy auf Schwedisch heißt.